fast überwältigt. Hier ist wirklich Full House, kann man sagen. Vielen Dank fürs Kommen. Das zeigt auch, dass das Thema doch eigentlich sehr im Interesse liegt im Augenblick. Sie haben es mitgekriegt in der Presse, da fördert man jetzt stärker die Elektromobilität. Und das sind alles solche Themen, wir haben es gerade gehört, die jetzt auf dem Tapet stehen. Ich muss zu meiner Person vielleicht noch sagen, ich bin jetzt nicht nur Batterieforscher, zuvor habe ich 12 Jahre im Bereich Entwicklung von Wasserstoffantrieben gearbeitet. Das heißt, wenn es später auch noch Fragen sein sollten, können Sie gerne auch dazu noch was fragen. Im Vortrag heute werde ich im Prinzip auf 3 Dinge eingehen. Das eine ist natürlich, der Verbrennungsmotor, wie wir ihn im Augenblick kennen, wird getrieben durch Benzin und Diesel. Ich glaube, da muss man sich weniger darüber unterhalten, ob das eine Technik ist, die funktioniert, sondern wir müssen eher die Frage stellen, wie lange haben wir das denn noch zur Verfügung? Darauf werde ich eingehen. Dann natürlich in einem Hauptteil auch, wie sieht es aus mit, wie sieht es aus mit der Speicherung von Energie in Batterien für mobile, für portable, aber auch für stationäre Anwendungen? Und dann, last but not least, werde ich am Ende auch noch was zu einer Alternativtechnik sagen, die im Augenblick sehr auch in der Diskussion ist, Antrieb mithilfe von Wasserstoff, der dann erzeugt wird, in der Brennstoffzelle umgesetzt wird zu Wasser und elektrischem Strom, sodass man damit auch wieder ein Elektrofahrzeug antreiben kann. Das heißt also, die beiden Optionen sind Elektrofahrzeuge, das ist das, was wir im Augenblick kennen. Der Grund oder einer der Gründe dafür, dass wir uns immer häufiger zu solchen Veranstaltungen wie hier treffen und dass es auch so eine wunderbare Resonanz gibt, liegt eigentlich begründet in Diagrammen wie diesem hier. Hier haben Sie auf einer historischen Zeitskala mal dargestellt, wie sich der Verbrauch fossiler Energieträger, also Öl, Gas, Kohle, über die Menschheitsgeschichte bisher entwickelt hat. Und das hat natürlich den Effekt, dass damit eine ganze Menge von Dingen verbunden sind. Wir sind daran gewöhnt, das so zu haben, wie wir es jetzt die letzten 100 Jahre hatten, und haben aber durch diesen exzessiven Verbrauch natürlich eine Menge von Nebeneffekten erzeugt. Eine davon kennen Sie, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist dadurch sehr stark angestiegen und das ist auch stark korreliert mit einem Temperaturanstieg. Jetzt wird immer wieder diskutiert, ist CO2 tatsächlich verantwortlich für den Temperaturanstieg oder ist natürlich vielleicht die Sonne dafür verantwortlich, wird ja auch stellenweise behauptet. Interessant ist, dass die Sonnenaktivität die letzten 40 Jahre eher abgenommen hat und das ist für mich jetzt ein bisschen schwer zu begründen, damit, dass also hier eine Temperaturzunahme korreliert sein soll. Was auf alle Fälle neu ist, und das unterscheidet sich ein bisschen von Erderwärmungen der letzten Jahrtausende, Jahrmillionen. Wir hatten ja immer schon wieder Klimaveränderungen. Da war es aber immer so, dass in der Regel in einem Bereich der Erde eine Erwärmung stattgefunden hat, im anderen Bereich eine Abkühlung. Und das hat sich geändert. Es hat sich geändert in dem Maße, wie Sie es hier in diesem Diagramm sehen. Da haben Sie praktisch hier über die letzten 117 Jahre aufgeführt, wie sich die Temperaturen in allen möglichen Bereichen in unserem Globus entwickelt haben, Amerika, Europa, Afrika und so weiter. Weiß ist so der Mittelwert gewesen, blau war die Temperatur unterhalb des Mittelwerts und jetzt sehen Sie immer mehr rote Werte und Sie sehen vor allem, dass das quer über die ganze Erde sich erstreckt. Das heißt, dieser ganze Planet heizt sich auf, nicht mehr ungleichmäßig, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, sondern ist gleichmäßig. Und das ist eigentlich ein untrügliches Zeichen dafür auch, dass wir es tatsächlich mit einem Klimawandel zu tun haben, den wir so bisher nicht kannten.
Jetzt haben wir uns diesen Teil der Kurve angeschaut und die ganzen Diskussionen, die wir im Augenblick haben über CO2, Erderwärmung und so weiter, die haben eigentlich diesen ersten Teil hier zur Grundlage, was aber aus meiner Sicht mindestens genauso beachtenswert ist, ist der zweite Teil der Kurve. Der sieht nämlich so aus. Und das Spannende ist jetzt, wir sitzen hier. Ja. Wir können uns nicht vorstellen, wie die Welt danach aussehen wird, weil wir nichts anderes gewohnt sind als das, was wir kennen. Wir denken auch, es geht immer so weiter, muss immer so weitergehen. Aber für uns als Wissenschaftler sieht die Welt natürlich anders aus. Für Wissenschaftler und Ingenieure ist es eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wie wir dieses Abfallen unserer bisherigen Grundlage, unserer Wirtschaft, aber auch von unseren chemischen Produkten, ja, viele Dinge hier sind aus Erdöl gemacht, wie wir das kompensieren können in Zukunft. Und das ist eine Aufgabe, die auch hier am KIT in Ulm und an anderen Orten natürlich weltweit angegangen wird. Wenn wir jetzt wissen möchten, ob wir uns da wirklich Sorgen machen müssen oder nicht, geht es ja so ein bisschen in die Frage rein, wie lange reicht denn das Öl überhaupt noch? Was haben wir denn da noch zur Verfügung? Und wenn Sie da mal schauen, wer da was dazu äußert, da finden Sie immer, ich muss sagen, ein breites Spektrum an Aussagen. Sie haben so die, ich sag mal, die Freunde des Öls, die werden Ihnen eher so optimistische Zahlen liefern. Dann haben Sie die Kritiker des Öls, die sind eher skeptisch, wie es so weitergeht. Und ich habe jetzt hier mal Daten mitgebracht von den Freunden des Öls. Die Freunde des Öls, das ist unter anderem die Internationale Energieagentur in Paris. Die wurde gegründet in den 70er Jahren als Reaktion auf die Ölkrise von den erdölproduzierenden, exportierenden Staaten. Und die veröffentlichen jedes Jahr einen Jahresbericht. Das ist das sogenannte World Energy Outlook. Also der Ausblick auf die Energiesituation auf der Welt. Und der hat sich in den letzten Jahren etwas gewandelt in der Aussage. Während sie, sagen wir, vor 10 Jahren noch uneingeschränkt positive Meldungen hier lesen konnten, dass sie also gesagt gekriegt haben, naja, das mit dem Öl, das kriegen wir alles irgendwie geregelt, haben sich vor ein paar Jahren so die ersten kritischen Bemerkungen eingeschlichen. Vor 4 Jahren hat die Internationale Energieagentur festgestellt, dass 80% der 800 größten Ölfelder weltweit über dieses Fördermaximum gelaufen sind. Das ist ja schon mal eine Aussage. Das ist das sogenannte Peak Oil für manche, die sich da damit beschäftigen. Und in neuerer Zeit kamen dann verstärkt auch immer Warnungen, man muss mehr investieren in das Erforschen oder die Entdeckung neuer Ölquellen, weil die großen Ölfelder laufen langsam leer und wir brauchen Ersatz. Ja. Und im letzten Jahresbericht war dann eine Aussage dergestalt, dass man gesagt hat, naja, wir haben das jetzt mal beobachtet, tatsächlich ist nicht mehr investiert worden in die Erforschung neuer Ölfelder, in der Summe eher weniger. Das findet die IEA bedauerlich, aber wenn man Geologen fragt, dann sagen die, naja, wir kennen eigentlich praktisch alles. Es wird immer mal wieder ein neues Ölfeld entdeckt. Jetzt kürzlich in Texas gab es eine Jubelmeldung, da ist ein neues Ölfeld entdeckt worden, das größte Ölfeld der letzten 5 bis 10 Jahre. Ja, die Aussage ist richtig, nur wenn Sie die Größe der entdeckten Ölfelder der letzten 5 bis 10 Jahre mal vergleichen mit dem, was in 50er, 60er, 70er Jahren entdeckt worden ist, Saudi-Arabien, Iran, Venezuela und so weiter, dann sind das minimale Größen. Das heißt, mit so einem neuen Ölfeld können Sie die Welt vielleicht mit zwei bis drei Monate lang mit Öl versorgen. Und was jetzt der Schluss war in diesem World Energy Outlook, ist, dass man gesagt hat, aufgrund der gegenwärtigen Situation sagen wir voraus, dass das konventionelle Öl, das sogenannte Light Crude Oil,
Also das, was wir im Augenblick aus den Ölfeldern rausholen, abfallen wird auf 50% bis zum Jahr 2025. Auf 20% bis zum Jahr 2030. Und das ist eine alarmierende Zahl, die jetzt nicht so pessimistisch gesehen wurde, weil man gesagt hat, man kann das noch auffangen durch das nicht konventionelle Öl, was in den Teersanden sitzt, in den Schiefern, über das sogenannte Fracking und so weiter. Aber interessant ist jetzt, dass sich immer mehr, weil dieser Vorgang offenbar immer näher rückt, dass sich diese Voraussagen immer mehr decken, auch mit Voraussagen der Pessimisten, sage ich mal, oder der neutralen Institute wie der Energy Watch Group hier, die bereits 2013 hier einen gewissen Abfall in 20er Jahren vorausgesagt haben. Die hatten hier allerdings das Fracking noch nicht eingepreist. Das heißt, das hat sich dann nochmal um ein paar Jahre hier verschoben. Aber im Wesentlichen gleichen die sich jetzt langsam an. Und man muss hier also ein erstes kurzes Fazit ziehen. Also ab 2025 müssen also 50% des Öls, ab 2030 80% aus diesen unkonventionellen Quellen bereitgestellt werden. Das ist also Öl aus Fracking, das sogenannte Schiefergas, Öl aus Teersanden, Öl aus der Arktis und Öl aus der Tiefsee. Was bedeutet das? Also wir haben ja in letzter Zeit viel gehört über Umweltzerstörung im Zusammenhang mit ja, Ressourcen, die man braucht für Elektromobilität, aber auch für andere Dinge. Auch hier wird natürlich ordentlich eingegriffen und das sind hier Kulturlandschaften, die im Wesentlichen so aussehen, wenn dann mal gefrackt wird, wenn sie von einem Satelliten aus die nordamerikanische Platte beobachten, bei Nacht, dann sehen sie plötzlich, dass da irgendwo in einer bestimmten Ecke eine scheinbar große neue Stadt entstanden ist. Das ist aber keine Stadt, deren Lichter leuchten, sondern das sind riesige Fracking-Felder, in denen das Methan, was da rauskommt, abgefackelt wird. Und das ist so hell, dass man es das vom Weltall, also wie eine Stadt wahrnimmt. Also das hat ein paar Effekte hier, die auch die Einwohner dort betreffen, weil bei diesen Bohrungen häufig es zu Schädigungen kommt, der Durchführung, sodass also so ein Gemisch aus diesen Bohrchemikalien und dem Öl dann vielleicht in wasserführenden Schichten tritt. Und das heißt, das haben sie dann im Grundwasser. Und Sie haben vielleicht schon solche Bilder gesehen, dass das Grundwasser, was aus dem Hahn kommt, eigentlich nicht mehr trinkbar ist. Es ist braun, es ist verseucht. In einigen Gegenden können sie sogar anbrennen. Da ist also so viel Methan drin, dass das Wasser aus dem Wasserhahn dann entzündet ist. Und ich sage jetzt mal provokant, wir können das nachher noch diskutieren, ich sage mal sehr provokant, da sind dann nicht 50 Indios betroffen, sondern Hunderttausende von Leuten, die in dieser Gegend leben. Das müssen wir auch mal sehen. Eine andere Quelle ist die Arktis. Da hofft man jetzt so ein bisschen, dass sich die Erde weiter erwärmt und das noch weiter abschmilzt, sodass man besser an die Ölfelder rankommt. Also nach dem, was bekannt ist aus der Arktis, vermutet man bis zu 90 Milliarden Barrel. Ein Barrel ist ein Fass mit 159 Litern. Öl werden da vermutet. 90 Milliarden Tonnen Öl oder Fässer Öl. Das ist eine riesige Zahl. Wir müssen das aber auch wieder in Relation sehen. Wir verbrauchen auch eine Menge, sodass, wenn Sie die ganze Arktis leer pumpen, können Sie beim heutigen Verbrauch hochrechnen, dass Sie den weltweiten Erdölbedarf damit immerhin für 2 bis 3 Jahre decken können. Ja. Das bringt mich dann zur Frage, wie lange reicht denn diese Reserve, die wir da im Boden noch haben, dieser unkonventionelle Teil des Erdöls, denn eigentlich insgesamt? Und wenn wir diese Teile hier angucken und schauen uns die geologischen Daten an, dann haben wir etwa folgende Vorkommen. Insgesamt sind es 550 Milliarden Barrel. Also
eine riesige Menge. Jetzt rechnen wir mal aus, was das bedeutet. Weiß jemand, wie viel wir im Augenblick verbrauchen? Ja. Sehr gut. Es sind tatsächlich 105, aber es ist sehr, sehr nah dran. Das heißt, wenn wir jetzt noch einfach mal ein bisschen runden auf 110 Millionen Barrel pro Tag, im Augenblick steigt das ja auch noch, das ist so die Aussage der IEA in dem letzten Report, dann können wir das runterrechnen, das sind 5000 Tage. Das wären umgerechnet 13,5 Jahre. Dann ist aber wirklich alles alle. Ja. Und dann gibt es noch eine Sache, die man dazu sagen muss, das ist nämlich eine Milchmädchenrechnung. Eine Milchmädchenrechnung deshalb, weil wenn Sie ein Liter Öl aus einem Teersand gewinnen wollen, dann ist das sehr energieaufwendig. Und am Ende ist es so, dass um ein Liter Öl aus einem Teersand an die Tankstelle zu bringen, müssen Sie 3 Liter Öl verbrennen. Ja, Sie lachen. Wir werden es machen. Ja, bei Fracking ist es viel besser, da müssen Sie nur 2 Liter verbrennen. Das heißt, diese 13,5 Jahre sind mit Vorbehalt zu genießen. Okay, das erste Fazit hierzu ist, also, dass das Ende von Öl ganz offensichtlich näher rückt. Das sagen eigentlich alle Erhebungen, die jetzt von verschiedenen Seiten da gemacht werden. Es lässt sich um ein paar Jahre hinauszögern, allerdings natürlich mit diesen Konsequenzen für die Umwelt. Auch wenn Sie jetzt zum Beispiel mit dem CO2-Argument kommen, dann ist es natürlich so, dass der CO2-Fußabdruck von einem Verbrennungsfahrzeug sich multiplizieren wird in den nächsten Jahren, weil Sie müssen, wie gesagt, wenn Sie 1 Liter Öl dann verbrennen in Ihrem Diesel oder Benzin, müssen Sie, um den zu gewinnen, noch einen Haufen CO2 in die Luft blasen. Das ist eine Sache, die auf uns zukommt. Das Fazit hier kann eigentlich nur sein, dass wir aus Gründen einerseits des Umweltschutzes, ja, weil damit natürlich auch massive Eingriffe verbunden sind, gerade in der Arktis, wenn da eine Bohrung schief geht, sowas gibt es, und sich das Öl in diese kalten Regionen ergießt, das baut sich nicht mehr ab. Ne, oder das ist einfach zu kalt, die Reaktionsgeschwindigkeit zu gering. Klimaschutzes, das ist das CO2-Argument, aber auch, und das ist eine Sache, die man eben nicht wegdiskutieren kann. Es gibt ja durchaus diese Kontroverse. Wie sieht es denn aus mit dem Einfluss des CO2 aufs Klima? Da gibt es also das eine und das andere Lager. Die einen sagen, es ist absolut kritisch. Die anderen sagen, es macht überhaupt nichts. Unsere Pflanzen wachsen besser. Das hört man ja jetzt auch schon. Pflanzen wachsen besser. Das stimmt. Das stimmt. Die Universität Hohenheim hat also festgestellt in einer Studie, dass wenn sie deutlich mehr CO2 in der Atmosphäre hätten, die Pflanzen deutlich größer wären, aber sie enthalten weniger Nährstoffe. Das heißt, wir müssten dann einfach doppelt so viel essen, um die gleichen Vitamine und Spurenelemente dann zu uns nehmen. Das können Sie mal den Kollegen erklären, wenn sie wiederkommen mit solchen Argumenten. Also auch und vor allem aus Gründen der Versorgungssicherheit, denn wir brauchen Öl im Augenblick. Ja, wir haben noch keinen Ersatz. Wird es notwendig sein, die Abhängigkeit von Rohöl in den nächsten 10 Jahren weitgehend zu beenden. Nicht nur, um jetzt CO2 oder Klima zu schonen, sondern weil unsere ganze Welt auf Produkten basiert, die alle Abkömmlinge sind von Rohöl. Das ist jetzt eine englische Liste. Aber ich denke, es ist einigermaßen klar, was das bedeutet. Also die ganzen Chemikalien, die Kunststoffe, die Farben, die Medikamente, Düngemittel und so weiter, das basiert alles auf Rohöl im Augenblick. Und es ist nicht so einfach, das zu substituieren. Jetzt wollte man ja eigentlich ein bisschen über Batterien sprechen heute. Das war jetzt mehr oder weniger mal die Einstimmung, einfach mal um zu zeigen, dass es wirklich notwendig ist, hier was zu tun. Ja.
Aber was für eine Rolle können denn jetzt eigentlich Batterien in dem Feld übernehmen? Batterien, hier sind im Raum mit Sicherheit einige Dutzend, wenn nicht mehr als 100 Batterien in ihrer Hosentasche oder sonst wo. Das sind eigentlich alles die gleichen Batterien mittlerweile. Das sind alles Lithium-Ionen-Batterien mit der gleichen Zusammensetzung, wie sie auch im Fahrzeug haben. Und die übernehmen im Augenblick schon die Rolle erneuerbare Energie, die wir aus wechselhaft vorhandenen Quellen wie Wind und Sonne gewinnen, zwischenzuspeichern, entweder in den bekannten portablen Geräten, zunehmender Elektromobilität, aber auch zunehmend im stationären Bereich. Das ist ein boomender Sektor hier. Das ist jetzt nur so ein Bild von so einer Batterie, die in einem Haus an der Wand hängt. Sie können die koppeln mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und wenn Sie die selbst erzeugte elektrische Energie einspeisen in die Batterie, um Ihr Haus damit zu versorgen, dann können Sie ausrechnen, die Investition Ihrer Photovoltaikanlage, die Investition für die Batterie, über die Lebensdauer abgeschrieben, dann kostet sie die selbst erzeugte und genutzte Kilowattstunde 18 bis 19 Cent. Was zahlen Sie bei den Stadtwerken? Also in Ulm zahle ich 30. Ist teuer. Die Ulmer haben viel Wasserkraft. Die haben an der Donau haben die so kleine Wasserkraftwerke. Ich weiß es gar nicht genau. In Karlsruhe haben wir das Rheinhafen-Kraftwerk. Ne? Ja, gut. Aber auf alle Fälle können Sie damit richtig Geld sparen. Also der Sektor wächst im Augenblick mit 40, 45% pro Jahr. So, jetzt haben wir überall in diesen Geräten haben wir überall die berühmte Lithium-Ionen-Batterie drin. Ne? Da kann man sich ja schon fragen, warum ist es denn eigentlich diese Lithium-Ionen-Batterie geworden? Ne? Vor Jahren hatten wir die Nickel-Cadmium-Batterie. Wir hatten oder haben immer noch die Nickel-Metallhydrid-Batterie. Ja? Und jetzt auf einmal die Lithium-Ionen-Batterie. Sie haben vielleicht mitgekriegt, dieses Jahr wurde ein Nobelpreis dafür vergeben. Und der Grund dafür ist eigentlich hier gezeigt. Die Markteinführung war 1991. Die Firma Sony hat es dann für so portable Geräte erstmals eingeführt. Und seitdem hat sich der Energiegehalt in so einer Lithium-Ionen-Zelle, das ist so der kleinste Bauteil von der Batterie, verdreifacht. Und gleichzeitig ist der Preis um einen Faktor 15 gesunken. Ja, und das geht weiter. Wir haben hier ein Kostenziel für 2020, was wir im Prinzip bereits erreicht haben. Das sind Skaleneffekte. Ein weiterer Effekt ist, dass man auch immer zu günstigeren Materialien geht. Am Anfang haben wir von diesem berühmten Kobalt 100% drin gehabt. Im Augenblick sind es nur noch 10%. Also Kobalt ist teuer. Und das sind alles solche Dinge, die mit zu dieser Kostensenkung beitragen. Das heißt, mal auf eine größere Skala, hier haben wir jetzt mal die echten Kosten von sogenannten Batteriepacks, also richtigen Brocken, großen Batterien, die Sie in Autos haben, in US-Dollar pro Kilowattstunde. Und da sehen Sie, dass zwischen 2010 und 2018 etwa von 1200 Dollar das Ganze mittlerweile schon unter 200 Dollar abgesunken ist. Im Prinzip können Sie als Daumenregel sagen, der Preis für die Lithium-Ionen-Batterie sinkt pro Jahr zwischen im Schnitt 14 bis 16%. Und das ist ein Trend, der immer noch andauert. Das wird nicht ewig so weitergehen, aber im Augenblick dauert er immer noch an. Das hat einen ziemlichen Effekt darauf, dass mehr und mehr Leute Ideen bekommen, wie man Batterien sinnvoll einsetzen kann, weil die einfach bezahlbar geworden sind mittlerweile. Und wenn man jetzt solche Organisationen wie Bloomberg und so weiter fragt, kriegt man solche Voraussagen, die sich alle irgendwo ähneln. Und wir haben im Augenblick haben wir installiert 150 Gigawattstunden, das heißt, wir sind also irgendwo hier. In der Kurve bis 2030 schätzt man oder erwartet man 1500 bis 1800 Gigawattstunden. Das ist also mehr als eine Verzehnfachung.
Und das ist auch in Deutschland bereits sichtbar. Wir haben immer noch zu wenig Elektro-Pkw in Deutschland, aber die Zahl ist trotzdem stark angestiegen in den letzten Jahren. Und das ist die aktuelle Zahl von 2019. Das heißt, bis zum Ende des Jahres wird es noch ein bisschen weitergehen. Dieser Riesenanstieg bedeutet eine Menge Arbeit. Er bedeutet für Wissenschaftler große Herausforderungen, bringt er mit sich, aber auch für die Industrie. Und das schauen wir uns mal kurz an. Also was gibt es denn überhaupt für Herausforderungen bei der Materialentwicklung? Ich sage mal, bis vor ein paar Jahren hatten wir als Batterieforscher eigentlich immer nur in Anführungszeichen ein bestimmtes Ziel. Das Ziel war, die Batterie besser zu machen. Besser heißt mehr Speicherkapazität, also umgesetzt im Auto mehr Reichweite oder mehr Handy-Laufzeit und so weiter. Sie soll schneller beladbar sein, sie soll sicherer sein und kostengünstiger. Das waren unsere vier großen Ziele. Seit ein paar Jahren hat sich ein weiteres Ziel dazugesellt, weil man nämlich voraussehen kann, dass dieser riesige Anstieg in der erwarteten Kapazität mit den bisherigen Konzepten schwer zu machen ist. Und das ist die Frage der Nachhaltigkeit. Das heißt, wie können wir diesen riesigen Bedarf tatsächlich decken und wie können wir häufig vorkommende und ungiftige Rohstoffe verwenden, um so eine leistungsfähige Batterie aufzubauen, die dann auch noch gut recycelbar ist. Weil diese ganzen Rohstoffe, die machen natürlich in der Verwendung nur Sinn, wenn sie am Ende tatsächlich in eine Kreislaufwirtschaft überführt werden. Und das ist im Augenblick in der Vorbereitung. Und das geht tatsächlich rein in die erwähnten neuen Batterietypen, die vielleicht kein Kobalt mehr enthalten, vielleicht sogar kein Lithium mehr. Lithium ist noch deutlich häufiger vorhanden als Kobalt. Und das ist der Grund, weshalb es solche Leute wie uns gibt, die sich eben mit solchen Fragen befassen. Es hat sich in dem Bereich einiges getan in der Zwischenzeit. Ich lese immer wieder so in sozialen Netzwerken, ja, dieser Elektroschrott, der kommt mir da nicht auf die Straße oder ins Haus und die Batterien, die halten ja nicht und die haben keine Reichweite und lauter so Zeug. Das sind Dinge, die waren tatsächlich mal wahr. Vielleicht vor 6, 8 Jahren, vielleicht auch vor 10 Jahren. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Das ist jetzt die durchschnittliche Reichweite der verkauften PKWs, wie sie sich entwickelt hat. Für 2020 ist die Prognose, aber das können Sie jetzt schon praktisch auch als erfüllt ansehen. Da sehen Sie, wie sich die Reichweite entwickelt hat. Bei der Lebensdauer war es so, dass man immer gesagt hat, naja, die hält so ein paar Jahre und dann geht sie kaputt. Mittlerweile ist es so, dass Stand heute Standard ist, dass so eine Autobatterie 2000 B- und Entladezyklen durchhält. Für 2025 ist das Ziel der Europäer, und das werden wir wahrscheinlich auch erreichen, 3000 Beladezyklen. Was heißt das? Ich fahre selber mit einem Opel Ampera durch die Gegend, der hat eine Batterie mit 400 Kilometer Reichweite. 2000 Beladezyklen sind 800.000 Kilometer. Reicht das? 3000 Zyklen sind 1,2 Millionen Kilometer. Ich habe jetzt von einem Redakteur der Wirtschaftswoche, letzte Woche habe ich erfahren, er hat diese Woche einen Termin mit einem der Fahrer der ersten Tesla-Autos, weil bei dem der Tacho überspringt. Der hat jetzt eine Million hinter sich. Ja. Interessant. Ja. Also so viel zur Lebensdauer und dem Elektroschrott. Dann ist es natürlich so, ein großer wichtiger Punkt ist auch, ja, vielleicht einfach mal die praktischen Erfahrungswerte. Ich bin bis Oktober letzten Jahres in so einem der ersten BMW i3 gefahren. Der hatte noch diese geringere Reichweite. Es war dann stark unterschiedlich, je nach Fahrweise und Außentemperatur, so im Sommer vielleicht 220 oder so 230 und im Winter etwa 150, hat sich also geändert. Mittlerweile mit dem Ampera, da hat sich einiges getan, der hat 400 Kilometer Reichweite. Im Augenblick habe ich 350, weil es ein bisschen kühler geworden ist.
Durchschnittlicher Verbrauch von 10 bis 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wenn Sie das umrechnen in Sprit, dann bedeutet das etwa 1,1 Liter Diesel. Ja. Was verbraucht ein Golf-Diesel? 5, 6, 7 Liter. Ja, irgend sowas in der Gegend. Ja. Bitte? 4 bis 5. Okay. Ja. Das ist der Turbo-Diesel dann. Ja, interessanterweise haben die Elektroautos in der Stadt einen deutlich geringeren Verbrauch als außerhalb. Das ist also umgekehrt wie beim Verbrenner. Also etwa 1 Liter Diesel. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, der Diesel ist jetzt Strom und im Augenblick haben wir knapp 40% Erneuerbare in unserem Strommix, dann haben wir also bei 5 Liter Verbrauch Diesel hätten wir praktisch einen CO2-Ausstoß bei einem Golf-Diesel, der Faktor 10 höher ist. Ja, wenn wir jetzt sagen, im Strommix ist die Hälfte immer noch mit CO2 verbunden. Und das Diesel ist halt 100% CO2, also Faktor 10 liegt da dazwischen. So, es gibt natürlich auch nicht nur Sonnenseiten, es gibt auch die Frage, wie sieht es denn aus mit der Betankung? Und bei der Betankung ist es sowas, wir haben, da muss man sagen, wir haben eine völlig andere Physik, die wir hier verwenden und eine andere Chemie. Und das ist der Grund, weshalb sich diese Ladezeiten so deutlich unterscheiden. Ich mache Ihnen mal ein Rechenbeispiel. Wenn Sie jetzt hier den Tankrüssel von Diesel oder Benzin in Ihr Auto halten und Sie tanken 50 Liter in 30 Minuten, in 3 Minuten, dann bedeutet das Folgendes: Sie haben bei 50 Liter, das sind etwa 38 Kilogramm Benzin, umgerechnet mit dem Brennwert sind das etwa 430 Kilowattstunden, die Sie dann Ihren Tank füllen. Und das machen Sie in 3 Minuten. 3 Minuten ist ein Zwanzigstel Stunde. Das heißt, Sie haben eine Leistung beim Betanken von 8,5 Megawatt. Wie kann das denn sein? Das ist möglich, weil, und das ist der Vergleich an der kleinen Ladesäule, es gibt es auch Ladesäulen mit 250 kW, da können Sie 20 Minuten, ein paar hundert Kilometer drauf tanken, aber der Unterschied ist trotzdem noch drastisch. Und der liegt daran, dass Sie hier beim Benzin, Diesel, haben Sie die ganze Energie in der chemischen Bindung gespeichert, in dieser Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung. Dazwischen steckt die Energie. Und Sie nehmen dann praktisch nur dieses Molekül, füllen es irgendwo rein, packen es von A nach B und dann haben Sie die ganze Energie transferiert. Das können Sie einfach mit der Pumpgeschwindigkeit regeln. Bei einem Elektroantrieb ist das schwieriger, weil da haben Sie einen elektrischen Leiter und Sie müssen praktisch die Elektronen, die Ladungsträger, müssen Sie durch das Metall pressen. Und das ist aufwendiger und deshalb geht es auch nicht so schnell. Kommen wir zu den industriellen Herausforderungen. Wir haben ja vorhin gesehen, wir haben bis 2030 vielleicht 1500 Gigawattstunden an Batteriekapazität zu stemmen. Und das bedeutet natürlich nicht nur für die Forscher einiges, sondern auch für die Industrie. Die müssen ihre Produktionskapazitäten der Autos natürlich deutlich anpassen, müssen die hochfahren. Die Batteriekosten sind immer noch ein wesentlicher Faktor von einem elektrischen Fahrzeug, also etwa ein Drittel kostet die Batterie. Das heißt, da haben Sie einen wichtigen Faktor, um die Kosten zu senken. Das läuft weiter und man erwartet so, dass in 1 bis 2 Jahren so ein Batteriefahrzeug nicht mehr teurer sein wird als ein Verbrenner. Wobei ich jetzt aus meiner Erfahrung auch sagen muss, ich habe ja keine Servicekosten mehr. Also erstens mal kann ich entweder umsonst bei mir im Institut laden, was ich gerne mache. Sie können aber auch bei IKEA oder bei Aldi oder sowas umsonst laden, das ist alles kein Ding. Oder Sie sind Inhaber der sogenannten Schwabencard in Ulm.
Da kriegen sie eine Karte, mit der sie sich an jeder Ladesäule irgendwie einloggen können. Die kostet 30 Euro pro Monat. Sie können laden, so viel sie wollen. Ja, auch nicht schlecht. Außerdem brauche ich nie mehr einen Ölwechsel. Ich habe kein Getriebe mehr. Ich habe keinen Kupplungsverschleiß. Ich habe praktisch keinen Bremsverschleiß, weil ich durch diese sogenannte Rekuperation, wenn ich vom Gas gehe, dann lädt sich die Batterie wieder auf. Dann wandelt sich der Elektromotor um in einen Generator. Ja, und der bremst dann stark ab. Ich kann auch bergab damit bremsen. Ich habe keine Bremsen mehr, ich brauche keine Kupplung mehr, ich brauche keinen Ölwechsel mehr, ich habe kein Kühlwasser mehr. Ding läuft einfach. Ja. Das heißt, die Kosten müssen Sie eigentlich gerechterweise mit dazu zählen. Wie gesagt, ein großes Thema ist die Verfügbarkeit der Rohstoffe. Die Nachhaltigkeit muss gesichert sein, ansonsten wird das nicht klappen. Und das geht auch mit in den Aufbau der Recyclingkapazitäten rein. Es gibt funktionierende Recyclingprozesse, auf die ich kurz eingehen werde, aber die müssen natürlich hochgefahren werden. Ja, und vor allem müssen wir auch irgendwie einen Weg finden, wie die Batterien auch alle wieder tatsächlich zurück zum Recycling kommen. Wir haben riesige Kobaltvorräte in Europa, in Ihrer Schublade zu Hause, wo Sie das alte Handy liegen haben oder den alten Laptop in der Ecke oder sowas. Da ist überall Kobalt drin. Und bei diesen alten Dingern, da ist noch viel mehr Kobalt drin als jetzt bei den neuen. Ja. Das heißt, wir könnten sowas machen wie Urban Mining, also der Bergbau in der Stadt. Aber Sie müssten es halt zum Recycling bringen. Ein bisschen was zu den Rohstoffen, Lithium und Kobalt. Lithium ist, ich komme nachher zur Funktionsweise kurz, das ist das Element, was in der Batterie zwischen den Polen hin und her wandert. Und weil es ein Ion ist, das heißt, es ist elektrisch geladen, transportiert es die Ladung von der einen auf die andere Seite. Und je nachdem, wo das ist, ist die Batterie entweder geladen oder entladen. So, das brauchen wir also für den Ladungsaustausch. Das Kobalt, das ist in der Gerüststruktur vom Pluspol, der sogenannten Kathode. Das war am Anfang, war das dieses Kobaltoxid. Mittlerweile ist das Kobalt zu großen Teilen ersetzt durch andere Metalle, weshalb der Kobaltgehalt reduziert ist. Nichtsdestotrotz, wir brauchen beides. Und wenn wir jetzt mal annehmen, wir würden unsere Batterieproduktion pro Jahr um 2% steigern, dann hätten wir bis zum Jahr 2050 etwa folgende Situation. Die grünen Balken, das ist das, was wir als Reserven verfügbar haben auf der Erde. Ja. Da sehen Sie schon, da hätten wir das Kobalt praktisch komplett verbraucht bis zum Jahr 2050. Bei Lithium ist noch einiges da. Jetzt ist aber 2% Wachstum nicht unbedingt realistisch. Ne? Das ist also eher ein pessimistisches Szenario. Nehmen wir mal an, wir hätten 10% Wachstum und da sieht es schon anders aus. Bei 10% Zuwachs, vorausgesetzt, wir würden die gleichen Materialien verwenden wie heute, hätten wir das Kobalt bereits 5-mal ausgegeben. Und Lithium käme so langsam an die Kapazitätsgrenze. Das heißt also, es gibt einen sehr starken Druck auf die Forschung, aber auch auf die Materialhersteller, BASF, Umicore, wie sie alle heißen, sich hier Luft zu verschaffen, insbesondere beim Kobalt. Das heißt, es ist also eine der großen Fragen, wie kriegen wir das Kobalt raus aus der Batterie. Dann müssen wir schauen, ich habe es gerade erwähnt, dass wir die Batterien tatsächlich recyceln. Ja, das ist eine Anlage der größten Recyclinganlage in Hoboken. Die hat eine Kapazität für 7000 Tonnen pro Jahr. Die haben aber nebendran noch eine größere Anlage, in der man im Prinzip auch Batterien recyceln kann, mit 500.000 Tonnen pro Jahr. Und das ist ein Verfahren, was eine sehr, sehr hohe Ausbeute hat für die Metalle, die in so einer Batterie drin sind. Also 95% kriegen sie zurück für Kobalt, Nickel und Kupfer. Und sie haben die Möglichkeit, auch das Lithium zurückzugewinnen. Das Problem im Augenblick ist, dass die Rückgaberate der Verbraucher noch sehr unzureichend ist. Ich habe es gerade erwähnt. Wir hätten aber die Möglichkeit,
diese Rohstoffe, auf denen im Augenblick China die Hand drauf hat, ja, ins Land zu bekommen, indem wir einfach die Batterien auch hier wirklich recyceln. So kriegen wir das nach Europa. Und das Recycling schafft dadurch auch eine Kreislaufwirtschaft im Sinne von einer nachhaltigen Rohstoffbasis. Und wir verbessern dadurch natürlich nochmal drastisch die Ökobilanz des Ganzen und der Elektromobilität. Das Ganze ist auch fast abfallfrei, muss man sagen. Also entstehen keine giftigen Dinge, die dann noch gesondert irgendwie entsorgt werden müssen. Und in so einer Batterie sind auch viele Dinge, die auch verbrannt werden können. Also der Elektrolyt, diese Flüssigkeit, ist sowas, sagen wir mal, was Ähnliches wie Benzin. Kann man in der Anlage mitverbrennen, das liefert mit die Energie, und so dass man praktisch energetisch da auch irgendwo null auf null rauskommt. Jetzt habe ich einen kurzen Exkurs dahingehend, dass wir jetzt diese ganzen Herausforderungen gesehen haben, und ich wollte was dazu sagen, wie wir diese Herausforderung angehen in Ulm, aber auch in der Kooperation mit Karlsruhe. Wir haben nämlich in Ulm und in Karlsruhe vor Jahren schon festgestellt, dass sich die beiden Standorte eigentlich sehr gut ergänzen. Während wir in Karlsruhe hier einen Schwerpunkt haben, mehr so auf der Ingenieurswissenschaft, Materialwissenschaft ist sehr stark, Prozesstechnik ist in Ulm eher so die Grundlagen angesiedelt in der Universität, da sind sie sehr stark. Und wir haben mit dem Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Ulm haben wir eine sehr, sehr starke Aktivität, was die angewandte Forschung angeht. Dort ist die größte Pilotfertigungsanlage für Industrieformatige Lithium-Ionen-Batterien Europas. Ja, steht in Ulm. Das heißt, wir haben eigentlich, in diesem Verbund haben wir alles, was wir brauchen, von der Grundlage, von dem atomaren Bereich bis zur richtigen Batterie. Und das hat man dann begonnen auch in die Tat umzusetzen, diese Erkenntnis, oder in den Vortrieb, und hat 2011 das Helmholtz-Institut gegründet. Gründungsdirektor sitzt hier, Horst Hahn. Ich bin einer seiner Nachfolger. Mittlerweile haben wir etwa 140 Leute, die dort auf den verschiedenen Bereichen arbeiten. Einige der Arbeitsgruppen sind auch hier in Karlsruhe untergebracht, und vor allem Gruppen, die sich mit großen Geräten befassen, die vielleicht bei uns im Gebäude selber gar keinen Platz haben. Durch die Gründung des Helmholtz-Instituts hat der Standort Ulm dann nochmal an Auftrieb gewonnen. Mit der Universität, dem ZSW und dem HIU sind jetzt also etwa 400 Leute, die in dem Bereich arbeiten. Damit ist Ulm zum größten Standort für Batterieforschung in Deutschland geworden. In der Folge haben wir gesagt, naja, vielleicht können wir das Ding, also das HIU hat sich schon so ein bisschen als Erfolgsgeschichte herausgestellt, ist eines der produktivsten Institute in Europa im Augenblick. Und wenn das dann so gut klappt mit der Zusammenarbeit, warum weiten wir das nicht aus und stellen es auf eine breitere Basis? Und das war die Idee für die Gründung von CELEST, diesem Center for Electrochemical Energy Storage, mit diesen drei Partnern, die ich schon genannt habe. Das HIU selber wirkt als Initiator, also die Idee kam von uns, wenn man so will, und als Koordinator von der ganzen Aktivität, ist also praktisch ein verbrückendes Element zwischen den beiden Standorten. CELEST selber, diese Plattform, umfasst 29 Institute mit etwa 45 Arbeitsgruppen, ist damit eines der größten weltweit. Und das sind so die Themen, mit denen wir uns befassen. Also wir haben gesagt, CELEST umfasst alle Aktivitäten zur elektrochemischen Energiespeicherung in Ulm und in Karlsruhe. So. Das kann man in drei Kategorien unterteilen, also die klassischen lithiumbasierten Batterien. Dann haben wir das sehr stark wachsende Feld der Post-Lithium-Systeme, also die Systeme jenseits Lithium. Und dann haben wir noch einen dritten Bereich mit alternativen Systemen und Konversion. Da sind dann solche Aktivitäten wie sogenannte Redox-Flow-Batterien oder die Brennstoffzellen. Brennstoffzellen sind ja auch elektrochemische Bauelemente.
Das ist aber nicht alles, was wir machen. Wir engagieren uns auch in der Ausbildung. Das heißt, wir haben hier ein laufendes Graduiertenkolleg CIMET hier am KIT. Und wir werden eine gemeinsame Graduiertenschule, oder haben wir jetzt gerade an den Start gebracht, namens Electrochemical Energy Storage, also elektrochemische Energiespeicherung, wo wir für 80 bis 100 Doktoranden eben eine umfassende Ausbildung nochmal auf verschiedenen Themen bieten. Und das Ganze machen wir deshalb, weil wir diese Plattform in Umdrehung versetzen wollen und dann letzten Endes Fliehkräfte produzieren und unser Know-how transferieren, die gut ausgebildeten Mitarbeiter transferieren und natürlich auch die Technologie in die Wirtschaft zu bringen. Jetzt ist es natürlich so eine große Aktivität, dass man die auch international irgendwo einordnen muss. Und da kann man sagen, dass wir in Celeste eigentlich mit den größten Playern in Europa, in Asien und auch in den USA zusammenarbeiten. Wir haben eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen, die laufen. Und wenn wir uns jetzt mal so positionieren wollen, dann kann man das mal machen, indem man die typische Währung von den Wissenschaftlern zur Hand nimmt. Das sind die Publikationen. Im letzten Jahr hatten wir 407 Publikationen zu verschiedenen Themen der elektrochemischen Energiespeicherung. Das ist, wenn Sie so wollen, nach der Chinese Academy of Sciences Platz 2 weltweit. Das ist eine Aktivität, die in der vordersten Reihe steht, international. Einer der ersten Erfolge von dieser Plattform war, dass es uns gelungen ist, eine gemeinsame große Aktivität aus der Taufe zu heben. Ist vorhin kurz angesprochen worden, der sogenannte Exzellenzcluster. Jenseits Lithium, ne? Was kann man machen auf der Basis nachhaltig verfügbarer Elemente mit Natrium, Magnesium, Aluminium, Kalium, Calcium oder auch Chlorid? Das sind alles Elemente, die häufig vorkommen. Natrium und Chlor haben sie im Meerwasser, Kochsalz. Ja. Magnesium haben sie im Gestein Dolomit zum Beispiel. Sagt schon der Name, finden sie in den Alpen. Aber die Schwäbische Alb besteht auch aus Dolomit. Das heißt, das ist so eine Mischung aus Magnesium und Calciumcarbonat. Aluminium ist auch in ganz vielen Gesteinen vorhanden, Calcium natürlich sowieso. So, es ist nicht so einfach, hier gleich Batterien zu bauen, oder man muss nicht hoffen können, gleich Batterien bauen zu können, die mit der Lithium-Ionen-Batterie mithalten können. Sie müssen die Batterie komplett neu denken. Und sie müssen alle Teile, die ja auch untereinander wechselwirken, neu entwickeln und müssen sich da praktisch so langsam hochhangeln. Und dazu zeige ich Ihnen mal kurz, wie so eine Batterie überhaupt funktioniert. Die Lithium-Ionen-Batterie, die jetzt hier überall im Laptop, im Auto, hier im Handy oder in solchen kleinen Geräten drin ist, in der Anode, im Minuspol, enthält die Graphit. Graphit kennen Sie, das ist das Zeug im Bleistift. Ne? Das ist, wenn man ein riesiges Mikroskop hätte, würde man sehen, dass es aus solchen Kohlenstoffschichten aufgebaut ist. Und da können Sie solche Bälle hier einsortieren, auf denen Lithium steht. Und wenn das gesamte Lithium in der Batterie hier in diesem Minuspol einsortiert ist, dann ist die Batterie geladen. Das Lithium möchte da aber nicht bleiben. Das Lithium möchte eigentlich dorthin. Da hat es viel bessere Anbindungsbedingungen. Das ist ein Metalloxid. Ursprünglich war das mal Kobaltoxid, das kann aber auch was anderes sein. Das heißt, es möchte eigentlich gerne darüber gehen. Und das ist der Entladungsvorgang. Und gleichzeitig, weil Sie hier eine positive Ladung transferieren, müssen Sie im Gegenzug auch eine negative Ladung, das ist unser Elektron hier, über einen äußeren Stromkreis führen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Und das ist der Grund, weshalb wir hier elektrische Energie gewinnen können. Wenn Sie die Batterie beladen, geht das Ganze wieder zurück, dann zwingen Sie das Lithium auf den Weg über den Elektrolyt zurück. So, was machen wir jetzt mit Post-Lithium-System? Bei Post-Lithium-System versuchen wir das Lithium, aber auch hier durch weniger kritische Elemente zu ersetzen. Das heißt, wir können nach wie vor diese Kohlenstoffstruktur beibehalten, können stattdessen Natrium verwenden. Das sortiert sich auch in eine bestimmte Kohlenstoffsorte hier ein.
Oder wir können das Ganze weglassen und verwenden einfach eine Metallfolie. Und das würde man machen, zum Beispiel bei Magnesium, Calcium oder Aluminiumbatterien. Dann müssen sie irgendwas entwickeln, um diese Ionen von der einen Seite auf die andere zu transportieren. Elektrolyt, das ist hochspannend, sehr, sehr schwierig. Und sie haben hier die Aufgabe, wirklich unter diesen drastischen elektrochemischen Randbedingungen die Ionen hier aufzunehmen, dorthin zu transportieren, dort wieder abzugeben oder bei der Beladung wieder sicher aufzunehmen, dorthin zu transportieren. Das ist alles andere als trivial. Aber wir müssen nicht nur die beiden entwickeln, wir müssen auch das hier entwickeln. Und dazu muss man doch einige Materialien neu denken. Was wir gezeigt haben in letzter Zeit, ist, dass wir das Graphit, was auch ein kritischer Rohstoff ist, interessanterweise. Graphit ist ein Mineral, was es gar nicht mal so häufig gibt. Das heißt, das geht auch irgendwann alle. Das können wir ersetzen durch Kohlenstoff, den wir tatsächlich durch Verkohlen von Bioabfällen herstellen. Ja, also hier, was besonders gut geht bei Natrium-Ionen-Batterien, sind solche Erdnussschalen. Ja. Könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, warum das so toll ist. Funktioniert. Sie können Apfelreste verwenden. Sie können auch hier Kokosschalen verwenden. Interessanterweise bieten gerade diese Naturstoffe eine Struktur innen drin. Die sind ja beim Wachsen sind die irgendwie versorgt worden mit Nährstoffen und sowas. Und die Struktur ist irgendwie noch erhalten, wenn sie die verkohlen. Und sie haben dann praktisch Wege für unsere Natrium-Ionen, wie die da rein und wieder rauskommen. Das hilft uns also. Insofern ist also Naturstoff ist kein Quatsch, sondern es ist in dem Fall tatsächlich hilfreich. Und wenn Sie an Magnesium denken, wie gesagt, das ist jetzt hier so ein Felsen von der Schwäbischen Alb, da müssen Sie also nur hinterm Haus ein bisschen graben. Und dann kriegen sie Magnesium. Das sind diese weißen Steine, die sie auch so im Vorgarten manchmal haben und sowas. Das ist Dolomit, weiß-gelblich. So, auf der anderen Seite wäre es toll, wenn wir auch da eine nachhaltige Lösung hätten. Und eine der Dinge, die wir wirklich in Massen vorhanden haben auf der Erde, die auch wirklich ungiftig sind, ist Schwefel. Ja, Schwefel haben sie im Megatonnenmaßstab als Abfallprodukt von den ganzen Entschwefelungsanlagen. Ja. Seit 80er Jahren ist es ja zwingend, dass die Kraftstoffe entschwefelt werden. Seitdem haben wir auch keinen sauren Regen mehr, ja, oder auch zusammen mit dem Katalysator. Aber es sammeln sich halt diese Halten an von dem Schwefel. Man kann diesen Schwefel in den Kohlenstoff packen, weil der Schwefel selber elektrisch nicht leitend ist und kann dann eine Batterie bauen, die zum Beispiel Magnesiumfolie in der Anode enthält und so einen Kohlenstoff-Schwefelkomposit in der Kathode. Und da haben sie keine giftigen Rohstoffe mehr drin. Das geht. Ja. Ein anderes recht interessantes System sind Naturstoffe, die wir in großer Menge finden, sogenannte Porphyrine. Porphyrine, das ist so ein großes Ringmolekül und in der Mitte sitzt immer ein Metall. Und wenn in der Mitte das Metall, wenn das Magnesium ist, dann nennt man das Ganze Chlorophyll. Wenn in der Mitte statt dem Magnesium Eisen ist, dann nennt man es Hämoglobin. Wenn Kobalt in der Mitte ist, nennt man es Vitamin B12. Und wenn Kupfer in der Mitte ist, dann ist es das blaue Blut von, oder ist es ein Stoff, der im blauen Blut von Krebsen und Spinnen drin ist. Vielleicht sind Sie mal aus Versehen auf so eine Wegschnecke getreten, auf so eine rote. Da kommt so blaues Zeug raus. Ne? Kupferporphyrin. Wir töten aber keine Tiere für unsere Experimente. Aber interessanterweise kriegen Sie auch hier ein Speichermaterial, was vorher nicht bekannt war. Das hat die gleiche Speicherkapazität wie unsere kobalthaltigen Speichermaterialien der Lithiumbatterie, aber es ist 10-mal schneller beladbar. Der Nachteil ist, es ist viel leichter, das heißt, es nimmt mehr Volumen ein. Aber es ist nachhaltig verfügbar, Sie können das aus Naturstoffen herstellen. Also nur mal so als Idee, dass in der Richtung was gehen kann. Wir sind jetzt hier tatsächlich auch mit den ersten Firmen im Gespräch, um das wirklich auch umzusetzen in industrielle Anwendungen.
Jetzt komme ich so langsam zum Ende, und ich wollte ja noch ein paar Worte sagen zu Alternativen zum Batteriefahrzeug, ne? Batteriefahrzeuge ist eine Möglichkeit der Elektromobilität, aber es gibt ja noch andere Sachen, ne? Wir können uns auch Wasserstofffahrzeuge vorstellen, die gibt es auch schon lange. Wobei Batteriefahrzeuge eigentlich die ältesten sind. Wussten Sie, dass um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, waren mehr Batteriefahrzeuge zugelassen als Verbrenner? Der Geschwindigkeitsrekord für landgestützte Fahrzeuge aus dem Jahr 1896 stammt von einem belgischen Ingenieur namens Jenatzy, der ist mit einer Bleibatterie und 62 PS Elektromotoren über die Ardennen gebraust und hat also 106 km/h erreicht damit. Das war fantastisch. Ja. Warum hat sich der Verbrenner durchgesetzt? Wissen Sie es? Bitte? Ja, also die Reichweite ist eine Sache, aber tatsächlich war der Verbrenner furchtbar umständlich am Anfang, weil sie hatten, wenn sie die alten Autos von den Benz angucken, da haben sie dieses Schwungrad, was sie da erstmal ankurbeln mussten, und das war nicht jedermanns Sache. Später hatten sie dann die Kurbel, es war nicht einfach. Der Verbrenner hat sich durchgesetzt ab dem Zeitpunkt, wo man den elektrischen Starter entwickelt hatte. Der elektrische Starter war der Durchbruch. Dann mussten sie nur noch auf den Knopf drücken und das Ding sprang an. Ja, und alles davor war Viecherei. Ja. Und dann waren auf einmal die ganzen Vorteile evident. Ne? Wir sind jetzt unterwegs mit der besten Lösung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir haben eine Flüssigkeit im Tank, die die höchste Energiedichte von allen Speichermedien hat. Die hat im Volumen mehr Energie als Wasserstoff, die hat mehr Energie als eine Batterie, mehr Energie als ein Superkondensator. Wir haben die beste aller Lösungen. Das heißt, wir sind auch ein bisschen verwöhnt. Ja. Und wir denken einfach, es kann oder muss unbedingt so weitergehen. In einigen Dingen sage ich ja, aber manche Dinge werden wir so wahrscheinlich nicht mehr erreichen. So, was haben wir da bei den Alternativen? Wir haben Wasserstoff. Wasserstoff und Brennstoffzellen. In der Brennstoffzelle oder Wasserstoff selber muss erstmal hergestellt werden. Sie haben ja keinen Wasserstoff irgendwie verfügbar. Das ist ein sehr leichtes Gas. Das macht man im Augenblick dadurch, dass man Methan bei hoher Temperatur umsetzt und den darin enthaltenen Wasserstoff umsetzt, gewinnt, und man spaltet dann das Methan unter oxidativen Bedingungen in CO2 und Wasserstoff. Das CO2 lässt man raus und den Wasserstoff sammelt man hier. Man kann aber auch herstellen, und das ist die Perspektive, über Elektrolyse. Das heißt, Sie haben Wasser in so einem Gerät mit zwei Elektroden drin, schicken Sie einen Strom durch, dann blubbert es an beiden Seiten. An der einen Stelle kriegen Sie Sauerstoff, an der anderen Stelle kriegen Sie Wasserstoff. Ja. Wasserstoff sammeln Sie. Dann gibt es ein Gerät, das nennt sich Brennstoffzelle. Und wenn Sie da Wasserstoff reinfüttern und lassen noch auf der anderen Seite Luft bei, dann passiert der umgekehrte Prozess. Das heißt, Sie kriegen dann im Abgas, kriegen Sie einen Wasserdampf. Und als gewünschten Nebeneffekt ist, sie kriegen Strom. Ja. Das heißt, sie erzeugen bei einem Brennstoffzellenfahrzeug, das ist ein Elektrofahrzeug, aber sie erzeugen den Strom an Bord aus einem chemischen Energieträger. Das hat einige Vorteile. Sie können schnell beladen. Ja. Allerdings ist es ein sehr, sehr leichtes Gas und sie haben große Schwierigkeiten, das zu speichern. Das heißt, sie müssen dann. Also typischerweise in einem Brennstoffzellenfahrzeug heute sitzen Sie auf zwei 700 Bar Tanks. Ja. Die können Sie beladen innerhalb von 5 Minuten. Allerdings müssen Sie auch einrechnen, dass Sie an der Tankstelle, also das ist ein komplizierter Prozess, die Betankung, die muss sich 15 Minuten lang wieder auf ihren nächsten Tankvorgang einstellen, sodass Sie also alle 20 Minuten etwa ein Fahrzeug betanken können. Sie haben natürlich ein gewisses CO2-Einsparpotenzial, wenn Sie es aus grünem Strom machen hier. Sie haben am PKW null Emissionen, außer Wasserdampf. Ja, also da haben Sie keinen Stinker unterwegs. Und vor allem durch den hohen Energiegehalt ist dann auch Schwerlastverkehr und Schiffe sind möglich, ja, auch Flugzeuge im Prinzip. Ja. Das sind die Vorteile. Es gibt allerdings auch ein paar Dinge,
die das Ganze als nicht ganz so einfach erscheinen lassen. Und das ist mal hier so gezeigt, wenn Sie das reine Elektroauto mit der Batterie haben, ne, dann sieht es also so aus, Sie gewinnen die Energie hier, laden damit die Batterien, dann ist fertig. Dann fahren Sie los. Beim Wasserstoff ist es komplizierter, beim Brennstoffzellenfahrzeug, weil Sie müssen hier erstmal Wasserstoff erzeugen, dann müssen Sie den zwischenspeichern, bei, sagen wir mal, 300 Bar zum Beispiel, in solchen Drucktanks, werden die dann zur Tankstelle gefahren. Bei der Tankstelle muss dann der Wasserstoff tiefgekühlt werden und muss auf über 1000 Bar Druck gebracht werden. Das ist ziemlich aufwendig. Und dann wird er in einem Tank hier im Fahrzeug gespeichert und in der Brennstoffzelle dann in Strom umgesetzt. Das heißt, hier haben wir einige Schritte. Und bedauerlicherweise sind diese Schritte alle mit Verlusten verbunden. Das ist das eigentliche Problem beim Wasserstoff. Ich gebe Ihnen mal hier ein Rechenbeispiel. Nehmen wir an, wir haben eine Steckdose, da kommt jetzt unser grüner Strom raus oder der Strommix, den wir halt haben, und wir müssen entscheiden, was wir damit machen. Ja. Wir stecken das einmal in ein reines Batteriefahrzeug und gucken, wie viel Strom wir da wirklich auf die Straße kriegen. Und dann stecken wir es in den Wasserstoffprozess. Beim Batteriefahrzeug ist es so, den Strom, den können Sie praktisch mit geringen Verlusten direkt an die Ladesäule bringen. Das B- und Entladen ist so ein bisschen mit Wärmetönung verbunden, weil die Batterie einen gewissen Innenwiderstand hat. Das heißt, die erwärmt sich, man hat einen gewissen Verlust von 10 bis 15% und dann hat man noch ein bisschen was am Elektromotor. Am Ende kriegen Sie etwa 70% der Energie, die hier vorne reinging, hier wieder raus. Jetzt gucken wir mal die Wasserstoffkette an. Bei der Wasserstoffkette haben Sie die gleiche Ausgangssituation. Sie haben hier wieder den Stecker, da geht 100% der Energie rein. Jetzt haben wir aber keinen Wasserstoff, sondern wir müssen erstmal Wasserstoff erzeugen. In einem Elektrolyseur, ein technischer Elektrolyseur, hat einen Wirkungsgrad von 50 bis 60%. Sind wir mal optimistisch, sagen wir 30 bis 40% Verlust. Ja, das geht da weg. Dann müssen Sie den Wasserstoff für den Transport vorbereiten. Das heißt, Sie müssen entweder auf 200-300 Bar vorkomprimieren oder Sie müssen ihn verflüssigen. Je nachdem, was Sie machen, verlieren Sie dabei entweder 25%, 20 bis 25% bei der Kompression oder 50% bei der Verflüssigung. Dann müssen Sie ein bisschen transportieren, das macht nicht viel. Die Tankstelle ist nochmal ein Ding, weil die Tankstelle tatsächlich sehr, sehr aufwendig ist. Also mir hat der Betreiber der Karlsruher KIT Wasserstoffstelle, Tankstelle, ein alter Kollege von mir, hat mir erzählt, naja, so im Mittel brauchen sie, um 1 Kilogramm Wasserstoff zu tanken, das Energieäquivalent von 1 Kilogramm Wasserstoff. Ja. Und das ist ein Wert, der in irgendwelchen Studien bisher einfach nicht auftaucht. Wenn Sie irgendwelche Studien sehen, dann das heißt da immer am Ende 30% Wirkungsgrad Wasserstoff. Dann gucken Sie sich das an, da sehen Sie, die haben das hier nicht drin und die haben das hier nicht drin. Ja. Interessant. Dann haben Sie die Brennstoffzelle. Die Brennstoffzelle wandelt den Wasserstoff wieder zurück um in elektrischen Strom und Wasser. Wirkungsgrad von 50%. Sie haben ein bisschen Elektromotorverlust. Am Ende bleiben Ihnen etwa 15% übrig. Das ist der Unterschied. Das heißt, Sie haben hier einen Faktor 5 dazwischen. Ich sage mal so, wir können das alles machen, ja, obwohl es natürlich sehr aufwendig ist. Aber wenn Sie jetzt wirklich eine flächendeckende Mobilität damit abdecken wollen, dann müssen Sie auch den Leuten draußen im Lande erklären, wenn dass der tolle Wasserstoff halt mal fünfmal so viel Windräder benötigt. Ja, das ist halt der Nebeneffekt. Es wird oft diskutiert, ja, da kann man schneller tanken. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber es gibt halt noch so ein paar Randeffekte, die man vielleicht nicht aus dem Auge verlieren darf. Außerdem ist es nicht jedermanns Sache, auf 2 700-Bar-Tanks zu sitzen. Ich sage es mal vorsichtig. Die haben Sicherheitsmechanismen, dass wenn sie beschädigt werden, dass sich da ein Ventil öffnet und das abbläst.
Aber wenn Sie einen fatalen Unfall haben mit einem großen LKW oder mit einem ICE oder sowas, da gibt es keinen Sicherheitsmechanismus mehr. Dann knallt das Ding auseinander, 700 Bar. Es hat eine gigantische mechanische Energie. Das wird sich auf alle Fälle entzünden. Und weil der Wasserstoff in so einer komplizierten Umgebung schnell die Flammenfront beschleunigt, kommen sie automatisch zu einer Detonation. Das heißt, ein Überschall-Event. Das heißt, alle im Umkreis von was weiß ich wie viel Metern kriegen eine Lungenruptur, sterben daran, wenn sie nicht einfach in Stücke zerrissen werden. Und wenn sie tatsächlich so einen Fall haben, dass ein ICE drüber fährt, müssen sie mitrechnen, dass der ICE auch aus den Schienen gehoben wird. Das heißt, dann sind dann nicht mehr wie bisher bei einem Verbrenner der Fahrer betroffen, sondern vielleicht mehrere hundert Leute. Das ist ein gewisses Risiko, was bisher noch nie, ein Fall, der bisher noch nie eingetreten ist. Das liegt aber daran, auch, würde ich mal sagen, an der Statistik der kleinen Zahlen, die wir im Augenblick haben. Wir haben ja kaum solche Fahrzeuge auf der Straße. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es bei diesen geringen Stückzahlen auch zu so einem Event kommt. Also, das ist diese Sache. Die andere Sache ist, das ist ein bisschen eher politischer Natur. Ich war letzte Woche im Deutschen Bundestag, da hat man sich auch dafür interessiert. Die wollten wissen, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt den Verkehr ersetzen mit Wasserstoff oder Batterien? Ne? Da haben wir hier mal so eine Zahl. 2017 haben wir 770 Terawattstunden im Verkehrssektor verbraucht. Das haben wir bereitgestellt durch Benzin und Diesel. Ja? Benzin und Diesel verbrannt im PKW hat einen Wirkungsgrad von 20 bis 25%. Das heißt, sie kriegen 20 bis 25% dieser Energie kriegen sie auf dem Boden. Ja. Wasserstoff hat, wenn sie den im Land erzeugen, natürlich einen gewissen Wirkungsgrad, der geringer ist. Das heißt, sie brauchen um den Verkehrssektor mit Wasserstoff komplett, wenn Sie das so wollten, ja. Wenn Sie den komplett ersetzen wollten, bräuchten Sie keine 770 Terawattstunden mehr, sondern 1000. Das müssen Sie alles mit neuen Windrädern machen. Das ist schwierig. Bei Batterien ist die Effizienz viel größer. Da bräuchten Sie am Ende nur circa 200 Terawattstunden. Das heißt, das ist also hier aus meiner Sicht ein klarer Fall, wo man sagen muss, wir können Wasserstoff unbedingt verwenden für schwere Fahrzeuge, wo Batterien keinen Sinn machen. Aber aus Effizienzgründen müssen wir eigentlich so wenig verwenden wie nur irgendwie möglich. Ja, ansonsten fahren wir mit dem Ding an die Wand. Anderer Punkt war noch, was immer wie auch wieder in der Presse ist. Ja, diese Batterien, die verbrauchen einen Haufen, produzieren einen Haufen CO2 bei der Herstellung. Und die Verbrenner sind da viel besser. Da gibt es da Studien vom ADAC, vom Hans-Werner Sinn, der Ökonom ist, kein Techniker. Außerdem hat sich Mario Barth kürzlich auch dazu geäußert. Der hat auch so etwas Ähnliches gesagt. Bitte? Ja, vielen Dank. Also, das sind aktuelle Zahlen vom Fraunhofer Institut, auch hier aus Karlsruhe von dem Herrn Wietschel und seiner Gruppe. Die zeigen Folgendes: Hier sind die Treibhausgasemissionen über die Jahre. Also, die Annahme ist jetzt einfach mal, wir hätten in Mitte 2018 ein Fahrzeug gekauft und gucken jetzt mal, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickeln. Ne? Das hier ist also hier die Batterie mit dem heutigen Strommix. Das ist Benzin, Diesel. Das ist eine Batterie, die mit 100% grünem Strom läuft, also Strommix 100% erneuerbare. Und das wäre eine Batterie, bei denen 100% grüner Strom bereits bei der Produktion verwendet wurde. Ja. So, und da sehen Sie tatsächlich, Batteriefahrzeuge haben einen größeren CO2-Rucksack als Verbrenner. Ja. Allerdings ist es natürlich so, dadurch, dass die Batterie halt wenig Energie verbraucht, selbst beim gegenwärtigen Strommix, wo wir noch Öl, Gas, Kohle drin haben, ist der Zuwachs nur schwach, während er beim Verbrenner natürlich voll durchschlägt.
Was jetzt in Zukunft noch zu erwarten ist, ist, dass natürlich der Anteil der Erneuerbaren im Strommix sich erhöht. Das heißt, wir werden immer mehr hier in diese Kurve rutschen, während er beim Benzin, das haben wir ja vorhin gehört, mit Fracking, Teersanden und so weiter, sich drastisch verschlechtern wird. Das heißt, die Kurven hier, die werden viel steiler. Und der Fall hier, der wird im Augenblick vorbereitet in Europa. Das ist die Firma Northvolt in Schweden. Das ist die erste europäische Gigafactory von Europäern gebaut, nicht von Chinesen. Die werden tatsächlich in Schweden die gesamte Kette versuchen abzubilden. Das heißt, von der Rohstoffbearbeitung über die Batteriefabrikation, alles mit Wasserkraft in dem Fall, sodass wir dann also auch diese Kurve hier erreichen werden. Auch Tesla hat ja bekanntlich auf seinen Produktionswerken eigentlich alles voll mit Photovoltaik. Ich weiß nicht genau, wie viel das im Endeffekt ausmacht, aber es ist natürlich auch ein großer, wichtiger Beitrag, um diese Kurven weiter hier runterzubringen. Okay, ja, also wie gesagt, also hier haben wir die massive Verschlechterung in Zukunft. Ja, und jetzt bin ich ganz am Ende. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich möchte nur noch mal kurz an die ersten Folien erinnern, die eigentlich gezeigt haben, dass die CO2-Problematik schon eine Abkehr von fossilen Brennstoffen erfordert. Aber die Ressourcensituation, die macht es wirklich zwingend. Sie können jetzt mit irgendjemand von, sag mal, von der blauen Partei diskutieren, ob das CO2 wirklich so schlimm ist. Aber wenn einfach kein Öl mehr da ist, das können Sie nicht mehr wegdiskutieren. So. Zu den technischen Anforderungen an die Batterie, wie jetzt Energiegehalt, Lebensdauer, Sicherheit und Kosten, kommen also zunehmend Nachhaltigkeitsaspekte. Das ist also das, was im Augenblick so in der Presse hochkocht, das ist in der Forschung und in der Entwicklung schon längst angekommen. Also man arbeitet bereits in die Richtung. Die Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie sind im Forschungsstadium. Bei Alternativen zur Batterie generell muss man sagen, Wasserstoff hat einen höheren Energiegehalt, eignet sich dafür, deshalb für schwere Fahrzeuge wie LKWs, Schiffe oder Flugzeuge, auch chemisch gebundener Wasserstoff. Das Problem ist halt, wir brauchen hier tatsächlich deutlich mehr Energie in der Kette. Was ich jetzt nicht gesagt habe, wir haben bei Batterien das Kobaltthema, aber Brennstoffzellen haben auch ein Thema, und das heißt Platin. Sie brauchen für eine Brennstoffzelle Platin als Katalysator. Wenn Sie mal gucken, wie Platin abgebaut ist, wird das sind Sie auch wie bei Kobalt horrible Arbeitsbedingungen. Das ist das Gleiche in Grün. Ja. Außerdem, was man auch noch sagen muss, ein Brennstoffzellenfahrzeug, ein PKW, kostet derzeit 70.000 Euro aufwärts. Und wir können uns beklagen über die teuren Batterieautos, aber Brennstoffzellenautos sind dann noch mal eins drauf. Ja. Okay, ja, damit bin ich eigentlich am Ende. Es gibt aus meiner Sicht keine ideale Lösung. Und wie gesagt, glauben Sie mir, Sie werden es nicht schaffen, 1 Milliarde Kraftfahrzeuge auf die Straße zu bringen, ohne dafür Ressourcen zu verbrauchen, egal mit welcher Technik. Sie müssen irgendwo, müssen Sie Farbe bekennen. Das Einzige, was Sie tun können, ist die Materialien im Kreislauf führen. Vorschlag hier ist, Batterien für PKW in Heimspeicher verwenden und Wasserstoff oder Power to Liquid zum Beispiel, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, für Schwerlastschiffe, Flugzeuge oder große Saisonalspeicher, mit denen man Sonnenenergie vom Sommer in Winter rettet oder Windenergie speichert. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Ja.